Bei Let's Dance war in der Show am Freitag alles anders. Zum ersten Mal kam es zum Tanzpartnertausch. Am Ende konnte Ex-Bachelorette Sharon Batiste mit ihrem neu zugeteilten Tanzpartner Valentin Lusin die höchste Punktzahl erreichen. Aufgrund der geänderten Regeln schied in der neuesten Sendung am Freitag niemand aus. Aber auch Show-Favoritin Anna Ermakova konnte mit ihrem vorübergehenden Tanzpartner Christian Polans 29 Punkte mitnehmen. Wie üblich bei Let's Dance waren auch am Freitag wieder prominente Gäste anwesend, unter anderem Rurik Gislason, der Gewinner von 2021. Er saß mit seiner ehemaligen Tanzpartnerin Renata Lusin im Publikum. Und auch ein weiterer RTL-Star erschien im Studio, Pietro Lombardi. Let's Dance Teilnahme nicht ausgeschlossen. Er selbst hatte vor 12 Jahren die Castingshow Deutschland sucht den Superstar gewonnen. Mittlerweile sitzt er selbst in der Jury von DSDS. Kommt als nächstes also Let's Dance? Gegenüber Watson verriet der Sänger, dass er sich vorstellen könne, auch einmal auf dem Tanzparkett zu stehen. Fans müssen sich aber gedulden, denn Pietro wolle erst in 5 Jahren, also im Alter von 35, teilnehmen. Seine Verlobte und Mutter seines zweiten Kindes, Laura Maria Rüper, müsse hingegen nicht noch 5 Jahre warten, wenn sie an der Tanzshow teilnehmen wollen würde. Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Aber wenn sie möchte, kann sie es machen, stellte Pietro klar und fügte hinzu. Von mir hat sie das Go. Diesem Let's Dance-Star drückt Pietro die Daumen. Zudem gab der RTL-Star an, wem er von den diesjährigen KandidatInnen die Daumen drückt. In dieser Staffel unterstütze ich Knossi. Er ist meine Nummer 1. Der durch Streaming bekannt gewordene Jens Knossi Knossala konnte bisher sowohl das Publikum als auch die Jury von sich überzeugen. Seine reguläre Tanzpartnerin ist Isabel Edwardson, in der Partnertausch-Show tanzte er einen Contemporary Dance. Von Juror Joachim Jambi erhielt er dafür sogar großes Lob. Anna Ermakova, die ewige Favoritin, für Pietro eine große Bürde. Die große Überraschung dieser Staffel ist jedoch Anna Ermakova. Das sieht auch Pietro Lombardi so und sagte dazu, Anna war von Anfang an eine Favoritin. Doch der 30-Jährige gab auch zu bedenken, sie hat mehr Druck als alle anderen. Pietro Lombardi war selbst als Kandidat in einer Fernsehshow und kann den Druck, der auf Anna liegt, nachvollziehen. Wenn man der Favorit ist, ist das manchmal leider auch von Nachteil, erklärte der Sänger im Hinblick auf diese besondere Rolle.